Guten Morgen, liebe Leute. Ich bin wieder angeln und bin heute in Thüringen unterwegs, an der Ilm, wo ich noch nie war, wo es aber gute Eschen geben soll. Bin heute allein unterwegs, der Markus ist nicht da. Ja, bin gerade angekommen und gehen wir doch gleich mal runter zum Wasser. Bis gleich. So, wie ihr sehen könnt, es ist wirklich noch arschdunkel draußen. Ja, und dann gehen wir jetzt mal raus. Wenn man hören kann, ist der Boden gefroren. Okay. Aber ja, man sieht halt noch nicht viel. Aber wer weiß, vielleicht stehen hier unten schon ein paar schöne Eschen. So, es ist jetzt schon sehr hell geworden. Vielleicht kommt nachher noch ein bisschen die Sonne raus. Schauen wir mal. Auf jeden Fall werde ich jetzt gleich den ersten Wurf machen und sieht sehr flach aus. Aber das muss ja nichts heißen. So. Und da ist die erste Esche. Oder zumindest der erste Fisch. Ich glaube, es war eine kleine Bachforelle. Und da haben wir die erste Esche. Die hat natürlich kein Mindestmaß. Ah, die ist schon besser. Oh ja. Oh ja. Das ist aber, glaube ich, eine Bachforelle.
keine schlechte. Wirklich keine schlechte. Wirklich keine schlechte. Wirklich keine schlechte. Andometer, eieiei. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So. Fisch wurde released. Weiter geht's. Wegen den Bachforellen bin ich ja heute nicht hier. Nur wegen den Eschen. Ja. Ja, eine kleine. Na komm. Vielleicht geht's ja so ab. Kleine Bachforelle. Ich glaube, ich muss mal meinen Köder wechseln. Ach, vorhin stehen nämlich drauf. Wieder eine kleine. Ganz, ganz kleine. So, nachdem ich jetzt was gegessen habe und nochmal einen Köder gewechselt habe, bin ich jetzt nochmal 3 Meter zurückgegangen. Oh ja, und da haben wir doch schon die nächste. Und ab ist Scheibenkleister. Ja, die hat sich gut verkauft. Schade. Das wird das Eichhörnchen da oben. Schöne kleine Bachforelle noch gefangen.
Jetzt mal noch eine schöne Esche. So, nachdem es jetzt keinen Fisch mehr gab, beende ich die Angelsaison für dieses Jahr mit einer wunderschönen Bachforelle und einer kleinen Esche. Ein paar andere kleine Bachforellen waren auch noch dabei und wirklich eine Mini-Esche. Aber es wird einfach zu kalt und ja, ich habe keinen Bock mehr. Bis später.